Hm? Hast du ein Problem? Da gibt es mehrere. Wäre mal voll endgeil. Nicht endgeil, sondern entscheiße. Boah, ich bin mega ruhig. Ich sehe es gerade. Oh, wie nah. Boah, Alter. Ich hab voll die mega Gänsehaut, Mann. Ey, nee, oder? Ich dachte, wir wären einmal im Kreis gelaufen. Huch. Oh, wir haben es geschafft. Das Hexenabschnitt. Oh, der Hexenabschnitt, je nachdem. It sounds like a cliché. But I thought monsters were just in books and movies, in our dreams. But on the island, there were monsters everywhere. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave. And Eric had taken my son. I wanted to hurt them all. I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? Sie hat ja davon erzählt, dass sie ja damals bei den Büchern, nach dem Weihnachtsgeschenk gesucht hat und so eine komischen Bilder gefunden hat. Von Monstern, halb aufgerissenen Monden und so. Oh, nicht schon wieder. Bah. Kann es sein, dass sich vielleicht das alles auch träumt? Also ich nehme mich ein bisschen aus dem... Kann ja sein, dass es einfach nur... Oh, eine Flocke, Alter. Pfeif dich mal. Kann ja möglich sein, dass sie momentan wieder so Albträume hat und die da halt inbegriffen sind. Mann, du blödes Vieh, schau ab jetzt. Hm. Oh Gott, ich muss jetzt sagen, wo das Vieh da herkam. Pardon. Und diese großen Tore sind wahrscheinlich diese Gebiete, wo sie die Trolle und sowas eigentlich versucht haben einzusperren. Boah. Ja. Boah, das ist übel, das Zeug. Das Viech. Macht mir so eine große. Macht mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Ein bisschen Angst. Oh. Hupfala. Auf einmal gab es eine Errungenschaft. Ice cream, you scream. Na, es hat da schon mal was, oder? Man muss aber. Ich
das Vieh geht mir da so auf den Sack. Immer diese Gänsehaut am ganzen Körper und dann hüppelst davon wie so ein Hase. Das sind so eine Viecher, die so zwar ein Gruselfeeling machen, aber irgendwie ein bisschen wieder nervig sind, ne? Oh Gott. Wenn man nicht weiß, von wo die kommt, ist das richtig fies. Oh. Ah? Magst du das nicht? Ist aber doof. Oh. Bricht die zusammen? Ein dummes Vieh. Was haben wir hier? Komisch, dass ich hier immer so einen Einbrecher habe. Aber immer hier. Oh, jetzt hänge ich im Baum fest. Hilfe! Nee. Ah. Okay, sind wir hier weiter oben. Ein Checkpoint. Nehme ich mal an. Oh, Hallöchen, hast du auf mich gewartet, Baby? Oh, yeah, das sieht wieder heiß aus. Oh, hast du ein bisschen abgenommen? Steht hier auf jeden Fall, fällt mir sofort auf. Das Geschrei, Geschichten der Dorfbewohner. Das Schrei, das Geschrei dieses Miststücks. Ich kann es nicht länger ertragen. Das Geräusch klingt so seltsam hier oben in den Hügeln. Ich kann hören, wie sie Vögel fängt und nach ihrem Gefährten ruft, der schon lange fort ist, wie sie den Verlust ihrer Augen betrauert. Scheint, es hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt, hat sie mit einem Haufen toter Krähen in die Nähe des Wachturms gelockt und kochenden Tee auf sie gegossen. Als sie näher gekommen ist, Teer auf sie gegossen, als sie näher gekommen ist. Sie haben versucht, mit brennenden Pfeilen auf sie zu schießen, aber eher findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der zu gut zielen kann. Das elende Ding ist nicht gestorben, ist nur wegklagend in die Dunkelheit verschwunden. Aber das Geschrei, wenn sie mir nicht den Schlaf rauben würde und ich wegen ihr nicht meine eigene verlorene Liebe nachtrauen müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit dir. So wie ich Mitleid mit diesem alten Mann, Eric, und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Jetzt ist es eine Aufgabe, die der Eric hat. Bereut er vielleicht das, was er macht? Was kann es für eine Aufgabe sein? Sammel kleine Kinder und verfütter sie an den Wolf? Steht hier drin. Der Krieg Eriks Geschichte. Jetzt wird's interessant. Erik hat uns heute Nacht von dem Pakt und dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könne die Schrecken Ragnarok überall hören, selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde. Die Erde bebte, riesige Bauten Asgards fielen aus dem Himmel über den Berg, den wir heute Vagfjeld nennen. Fenrir tötete Odin, legte beinahe alle Welten in Schutt und Asche. Nur wir auf dem Hotmimias Holz blieben übrig, hierher geführt von Odins Sohn Vidar. Wer ist dieser Eric? Ich dachte, er entführt Kinder und alle haben Angst vor denen. The dead lay restlessly there, forgotten by everyone. When my father died,
We buried him, and we mourned him. I told Espen he was in a better place, and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. Das ist auch ein komisches Schicksal. Man kämpft und kämpft und kämpft und irgendwann lässt man los. Vielleicht, wahrscheinlich, weil man nicht mehr kämpfen kann. Weil man die Hoffnung aufgibt. Kann man nichts einsammeln? Wieder kleine Kinderbetten, ne? Ich bin mal gespannt, was hier drin steht. Die Brüder sind eingesperrt. 2. Geschichten der Dorfbewohner. Und sie haben einander zugeflüstert, da bin ich mir sicher. Sobald sie auf der anderen Seite damit beschäftigt waren, sich die Bäuche vollzuschlagen, rannten wir hinter ihnen durch die Schlucht und verschlossen alle Türen von innen. Somit waren sie gefangen, wie sie brüllten, als sie verstanden, was wir getan hatten. Die Tür, die mir am nächsten war, erzitterte, als die Brüder sich dagegen warfen, aber es war vergebens. Türen wurden gebaut, um stärkeren Bestien als diesen standzuhalten. Nun, da die Türen versiegelt sind, wird es beinahe unmöglich sein, von einem Dorf zum anderen zu reisen, da allerlei gottlose Kreaturen auf den Pfaden ihr Unwesen treiben. Doch die Brüder sind nun auf ewig eingesperrt. Ein großer Tag für die Insel, zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit. Wer sind denn diese Brüder auch? Sind es die Trolle? So viele Fragen. Ich werde nicht eine Antwort haben. Und werde heimlich am Mond genascht. Kann aber nicht alles wahr sein hier. Okay, das ist abgeschlossen. Da kommen wir nicht raus. Müssen wir wohl linear den Weg folgen, der uns gezeigt wird. Raid Wind. Und langsam betreten wir Gebiet, was mit Schnee bedeckt ist. What's that sound? Hm? Da spielt die Gitarre. Musik jetzt. Der Baum des Lebens. Ja, was war das gerade? Ist das wieder aufgehört? Hä? Looks dangerous. Oh, gefällt dir mein zweiter Name. Sind wir überhaupt richtig hier? Unten führt ein Weg lang und hier oben. Sind wir jetzt hier auf der sicheren Seite oder auf der gefährlichen? Hä? Wo kommt das her? Ich muss mal kurz was kicken. Geh nochmal kurz hier ins Haus. Da wieder ein rostiges Schwert. Aha. Guten Abend, Väterchen. Hast du ein Zimmer für die Nacht für mich? Und einmal das Wildschwein, Geschichten der Dorfbewohner. Der arme Teufel, ich kenne aus den Geschichten,
Serime, der Verrückte wurde, weil er jede Nacht von den hurigen Kriegern von Valhall gebraten und gegessen wurde. Seine Flucht scheint ein sehr schlechtes Omen. Was sollen die Gefallenen jetzt verspeisen? Wollte mich nachts an ihn heranpirschen, um zu sehen, ob die Legenden wahr sind. Die Beste schlief tief und fest, also habe ich mir ein Messer gezückt. Herrliches, blutiges Fleisch fiel von ihm ab. Muss ganz frisch gewesen werden. Muss ganz frisch gegessen werden, denn langes Warten verwandelt das Fleisch zu Rinde. Der Geschmack ist besser, als ich es gewohnt bin, aber es lässt sich am nächsten Morgen nur schwer ausscheiden. Okay. Werd vielleicht Erik anbieten, etwas davon mit ihm zu teilen, wenn ihm sein Weg das nächste Mal zu mir führt. Die Götterwiesen wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt. Mein Gott, die Götter wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt, seit die Abmachung getroffen wurde. Auch er ist eine arme Kreatur. Was hat es jetzt mit Erik auf sich? Ich dachte, er ist böse. Ich dachte, alle hassen ihn. Die vergiften sich selber, töten die Kinder. Oder ist der Wolf der Auftraggeber und Erik der Auftragnehmer? Aber was? Welcher Preis kann so hoch sein, andere Eltern, dessen Kinder zu beklauen, sie zu ermorden und ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken zu verbreiten? Oh, ich dachte, ich falle runter. Da unten waren wir schon. Das würde mich mal gerne interessieren, welchen Preis er zahlen muss. Okay, da kommen wir nicht lang. Sah aber verlockend aus. Hoffentlich kommt diese alte Hexe nicht mehr wieder. Ich finde die schrecklich. Oh, fuck.